Also persönliche Motivation ist einerseits eine Motivation, die aus eigenen Erfahrungen kommt. Ich selber habe im Ausland einige Zeit studiert, ich habe im Ausland gearbeitet als Deutschlektor. Ich habe in einer ersten und einer zweiten Ehe binational gelebt, auch zweisprachig gelebt. Das heißt, ich lebe jetzt noch in der zweiten Ehe sehr glücklich, binational und zweisprachig. Und habe während meines Lebens sehr häufig Freunde und Freundinnen gehabt aus anderen Ländern, die hier studieren oder hier arbeiten. Das ist so eine Motivation, die aus der persönlichen Begegnung kommt. Eine Motivation, die auch mit Neugier zu tun hat, mit Interesse an neuen Dingen, an uns zunächst fremden Lebensformen. Daneben gibt es ein politisches Interesse. Ich war seit meiner Studentenzeit oder eigentlich schon seit meiner Schulzeit immer politisch sehr engagiert und habe schon sehr früh seit meiner Schulzeit eigentlich mich für internationale Fragen interessiert und mich sehr stark gegen nationalistische Vorurteile gewandt, engagiert, war auch politisch tätig in der Richtung. Und ich glaube, aus dieser politischen Motivation heraus habe ich mich auch für Fragen der Integration einer Einwanderungsgesellschaft interessiert. Dazu kommt, dass ich seit 1981 hier in Kassel als Soziologe arbeite und an einem Schwerpunkt Migration, das heißt Einwanderung und interkulturelles Lernen, das heißt Lernen von Menschen mit unterschiedlicher kultureller Herkunft beteiligt bin, diesen Studien einen Studiengang aufgebaut habe, in dem Menschen sich zusätzlich qualifizieren können in diesem Gebiet, aber auch Beiträge leiste unter anderem zur Lehrerbildung, weil es heute in unserer Gesellschaft selbstverständlich notwendig ist, dass ein Lehrer und eine Lehrerin vorbereitet sind auf die Wirklichkeit der Klasse und dass sie den Kindern Möglichkeiten geben müssen, in einer aufgeschlossenen Weise in einer Einwanderungsgesellschaft zurechtzukommen. Also es hat selbstverständlich eine Wandlung gegeben in dem Sinn, dass wir vor 20 Jahren, als wir über Integrationsfragen gesprochen haben, in Bezug auf die Arbeitsmigration selbstverständlich über die sogenannte erste Generation gesprochen haben. Das sind Menschen, die, wenn wir Kassel als Beispiel nehmen, hauptsächlich in den Jahren 60, 61 bis 73 hierher gekommen sind, zunächst sich für kurze Zeit hier einrichten wollten, etwas lernen wollten, arbeiten wollten, Geld verdienen wollten, um dann in ihrer Heimat sich etwas aufzubauen. Das heißt, die Familie zu unterstützen, vielleicht etwas mehr Land zu kaufen, vielleicht einen kleinen Betrieb zu organisieren. Das waren also die Menschen, die wir im Blick hatten, wenn wir uns zu Beginn im Jahr 1981 mit diesen Fragen beschäftigt haben. Wenn wir heute über solche Integrationsfragen sprechen, dann wissen wir, dass diese Menschen eben nicht nur kurze Zeit hier geblieben sind. Das war 1981 eigentlich der Mehrheit schon klar, aber offiziell war das noch nicht so. Aber wir wissen, dass diese Menschen hier ihren Lebensmittelpunkt gefunden haben. Wir wissen, dass die zweite Generation aufgewachsen ist. Und wenn ich heute über interkulturelles Lernen in der Schule spreche, dann spreche ich über eine Situation, die von der Enkelgeneration gekennzeichnet ist. Im nächsten Jahr soll es in Kassel eine Ausstellung geben. Ich mache sehr gerne jetzt gleich Reklame dafür. Die wird den Titel haben Neukasseler aus dem Mittelmeerraum. In Kassel haben wir die Unterscheidung Kasseläner, Kasselaner, Kasseler. Das sind Neukasseler in dem Sinn, dass sie von woanders her gekommen sind, aber zu einem beträchtlichen Teil bereits hier geboren sind und hier ihren Lebensmittelpunkt haben. Das heißt, diese Menschen sind heute
ganz eindeutig auch im eigenen Bewusstsein zum großen Teil Mitglieder dieser Gesellschaft. Wir haben selbstverständlich in Bezug auf andere Gruppen eine ähnliche Situation wie vor 20 Jahren. Das sind Menschen, die hierher fliehen aus den unterschiedlichsten Gründen oder die von hier Lebenden nachgezogen werden. Die sind in einer ähnlichen Situation wie die Menschen, die in den 60er, 70er Jahren gekommen sind. Müssen sie also zunächst zurechtfinden und einen Weg suchen, um hier aufgenommen zu werden. Also dritte Generation ist großenteils noch jünger. Also 12- bis 20-Jährige sind mehr zweite Generation, wenn wir diese Unterscheidung überhaupt machen. Da hat sich eine ganze Menge getan. Also wenn wir die Einwanderungsjugendlichen uns anschauen, da haben wir Jugendliche, die großenteils von Geburt an oder von einem frühen Alter an zweisprachig aufgewachsen sind. Aufgewachsen sind in Umgebungen, die von unterschiedlichen Traditionen geprägt sind, und Jugendliche, die großenteils mit diesen Anforderungen zurechtkommen. Wir haben andererseits aber eine Situation, vor allem im Bereich von Ausbildung und Beruf, wo diese Jugendlichen sich noch nicht akzeptiert fühlen. Das heißt, sie haben große Schwierigkeiten, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Sie sind in überdurchschnittlichem Maße arbeitslos und sind von daher auch in einer Situation, die eigentlich eine große Unsicherheit in Bezug auf ihre Zukunft bedeutet. Das heißt, dass da von der deutschen Gesellschaft her noch einiges zu tun ist, und um auf die Schule zu kommen, auch die Schule muss noch verändert werden. Wir haben noch keine Schule, die angemessen ist für eine Einwanderungsgesellschaft. Wobei ich aber nicht verhehlen möchte, dass es durchaus aufgrund des Engagements sehr vieler Lehrerinnen und Lehrer, insbesondere im Primarschulbereich, schon sehr viele sehr erfreuliche Formen des Unterrichts gibt, wo die Kinder lernen, miteinander zu kooperieren, miteinander auszukommen und sich zu respektieren. Was bedeutet generell für Sie der Begriff Integration? Es gibt ja verschiedene unterschiedliche Definitionen. Also ich will mit jemand gar nicht anfangen, ich will mit der Gesellschaft anfangen. Also Integration ist, wenn man das Wort grammatisch genau nehmen, ein Begriff, der zwei Dinge bezeichnet. Einerseits ein Zustand für eine Gruppe oder für eine größere Gesamtheit, wie zum Beispiel die Gesellschaft in einem bestimmten Land, sagen wir Deutschland. Dann würde ich sagen, ist Integration ein Zustand, wo die gesamte Bevölkerung, wo die verschiedenen Teile der Bevölkerung, wo die Individuen einen Weg gefunden haben, in ziviler Weise miteinander umzukommen. Das heißt, eine Gesellschaft, die das Gegenteil von Bürgerkrieg ist. In einem demokratischen Sinne ist eine solche Gesellschaft gezeichnet von zwei Werten, sind die Werte Gleichberechtigung und Anerkennung. Man kann auch sagen Gleichberechtigung und Respekt. Das heißt, eine integrierte Gesellschaft wäre eine Gesellschaft, in der die Menschen einen Weg gefunden haben, gleichberechtigt und respektvoll miteinander umzugehen. Es wäre nicht eine Gesellschaft, in der jeder gleich wäre wie der andere im Sinn auf Werte oder Verhalten. Eine derartige Vorstellung ist sowieso eine Zwangsvorstellung des 19. Jahrhunderts. Also auch in Nicht-Einwanderungsgesellschaften ist die Moderne dadurch gekennzeichnet, dass es sehr viel unterschiedliche Lebensweisen gibt, dass es sehr viel unterschiedliche Werthaltungen gibt. Und es kann nicht darum gehen, dass die Menschen sich aneinander angleichen und genau gleich werden. Das wäre eine ziemlich versteinerte, tote Gesellschaft. Sondern es kann nur darum gehen, dass sie bei aller Verschiedenheit sich über ganz bestimmte
Grundsätze des wechselseitigen Verhaltens einig sind, die für alle gelten und wie gesagt, dass sie alle gleichberechtigt sind. Und von daher ist klar, dass wenn wir Integration nicht als Zustand betrachten, sondern als Prozess, dass Integration ein Prozess ist, an dem alle auch gleichberechtigt teilnehmen können. Also Sie können keine Integration schaffen, indem der eine, sagen wir der deutsche Politiker, sich an den Tisch setzt und einen Plan macht und der andere dann gesagt bekommt, was er zu tun hat. Sondern Integration in der Einwanderungsgesellschaft bedeutet, dass sämtliche Gruppen zumindest eingeladen sind, gleichberechtigt darüber zu bestimmen, wie man miteinander zusammenleben will und was die gemeinsame Wertbasis sein soll. Das bedeutet auch, dass Integration eine Aufgabe für alle ist. Integration ist eine Aufgabe für die, die dazugekommen sind. Integration ist aber auch eine Aufgabe für die, die schon länger über Generationen hinweg in Deutschland leben. Und das wird leider sehr oft vergessen und das hat auch böse Folgen, dass es vergessen wird. Integration ist für jemand, der, sagen wir, bodenständig über Generationen hier gelebt hat, keine leichte Aufgabe. Es ist insofern keine leichte Aufgabe, weil er mit dem Gefühl groß geworden ist, hier bin ich zu Hause, hier kann ich mich einrichten und ich will nicht gestört werden. Also ich karikiere ein bisschen. Wenn da jetzt plötzlich neue Menschen in dieses alte Haus reinkommen, dann verlangt es sehr viel Anpassungsleistung und sehr viel Umdenken und sehr viel Lernen für den, der schon dort war. Derjenige, der von außen kommt, der weiß das. Er weiß, dass er in eine neue Umwelt kommt. Derjenige, der schon dort zu Hause ist, hat das eigentlich zunächst mal so nicht geplant, dass da jetzt neue Gäste da sind und dass er sich umstellen muss auf eine ganz neue Art des Zusammenlebens. Er ist auch nicht gefragt worden. Also bei der Anwerbung der Arbeitskräfte 55 bis 73 gab es zwar eine öffentliche Diskussion, aber die öffentliche Diskussion ging eigentlich nur so von Kosten-Nutzen-Erwägungen aus und davon, dass kurzfristig ein paar Leute kommen, hier unseren Wohlstand vermehren, unser Sozialsystem verbessern und dann wieder nach Hause gehen. Aber niemand war darauf vorbereitet, dass diese Menschen bleiben und wir einen neuen Blick auf unsere Gesellschaft werfen müssen und eine neue Form des Zusammenlebens. Und was der Politik hauptsächlich vorzuwerfen ist, das ist, dass die Diskussion, dass Deutschland sich verändert hat, dass Integrationspolitik notwendig ist und dass auch eine öffentliche Diskussion, eine offene und auf die Einheimischen notwendig ist, dass diese Diskussion im Jahr 1979 angefangen hat und im Jahr 1981 wieder abgebrochen worden ist. Wir hatten 2 Jahre Diskussion über Integrationspolitik und dann 20 Jahre nichts in dieser Richtung, wobei nichts noch ganz angenehm wäre. Wir hatten eigentlich das Gegenteil. Das heißt, die Präsenz von Einwanderern, allgemein Ausländer genannt, wurde eigentlich nur benutzt, um im Wahlkampf Wählerstimmen zu gewinnen, indem nämlich sämtliche strukturellen Probleme der Nation auf diese Gruppe hin abgewälzt worden ist und gesagt worden ist, es ist die Präsenz der Ausländer oder der falschen Gruppen von Ausländern oder der besonders kulturfremden Ausländer, die zu Problemen in unserer Gesellschaft führen. Das heißt, die Integrationsdebatte, die offene Debatte darüber, dass Deutschland sich durch die Präsenz von Einwanderern geändert hat, ist leider nie geführt worden. Das Gegenteil ist gemacht worden. Und ich hoffe sehr, dass die neue Diskussion, wo alle den Satz unterschreiben, wir sind ein Einwanderungsland, auch dazu führt, dass etwas offener über diese Tatsache gesprochen wird. Sie haben gerade das Stichwort gegeben, wir haben ja von der Einwanderungsgesellschaft gesprochen, Einwanderungsland. Das heißt, für Sie ist völlig klar, dass Deutschland auch im klassischen Sinne inzwischen zum Einwanderungsland geworden ist. Ach ja, das Wort im klassischen Sinne haben Sie jetzt zitiert auf dem CSU-Papier. Grundsätze der Zuwanderung, wo Bauchschmerzen bestanden, zu sagen, Deutschland ist ein Einwanderungsland. Man kann das auch schwer sagen, wenn man den Wählern seit Jahrzehnten gesagt hat, Deutschland ist kein Einwanderungsland. Und um sozusagen linguistisch, sprachlich
den Weg ein Stückchen weiter zu gehen, hat man dann gesagt, Deutschland ist kein klassisches Einwanderungsland. Wobei beim klassischen Einwanderungsland natürlich immer an Länder gedacht wird, die eigentlich Siedlungskolonien waren. Das heißt USA, Kanada, Australien, große Länder, von denen zumindest die Siedler angenommen haben, die sind menschenleer. Wie wir wissen, waren diese Länder alles andere als menschenleer, aber sie waren zumindest nicht dicht besiedelt. Und das waren Einwanderungsländer in dem Sinn, dass die, die sich dann als Nation verstanden haben, dorthin gegangen sind und dort etwas Neues aufgebaut haben. Insofern ist Deutschland natürlich ein ganz anderes Land. Das ist ein Land, das schon immer dicht besiedelt war, wo neue Menschen dazukommen. Nichtsdestoweniger ist Deutschland ein Einwanderungsland, weil immerhin 9% der Bevölkerung einen Pass in der Tasche haben, der kein deutscher Pass ist, weil etwa 4 Millionen aus osteuropäischen Ländern als sogenannte deutschstämmige Einwanderer gekommen sind, aber auch weil schon in den 50er Jahren deutsche Vertriebene gekommen sind. Das heißt, es gibt so viele deutsche und nicht deutsche Zuwanderer, dass es lächerlich wäre zu sagen, es hat keine Einwanderung stattgefunden. Und wie wir wissen, wird die Einwanderung in Zukunft auch weitergehen. Egal was und wie geplant wird, die Welt ist so, dass Menschen nach Deutschland kommen werden. Umgekehrt auch unter einem Nutzengesichtspunkt, dass Deutschland ja, Hilfe von Menschen braucht, die in Zukunft zu uns kommen. Ich habe vorhin versucht, das Wort Integration zu verbinden mit den zwei Werten Gleichberechtigung und Respekt. Und ich glaube, zunächst muss auf einer politischen und institutionellen Ebene durchgesetzt werden, dass alle gleichberechtigt sind. Das heißt, wir können nicht erwarten, dass die Menschen gleichberechtigt miteinander umgehen, wenn sie gleichzeitig wissen, dass im politischen Bereich ja, unterschiedliches Recht besteht. In Bezug auf die Politiker ausgedrückt, für Politiker sind Menschen dann interessant, wenn sie unter Umständen auch Wähler sein können. Das heißt, für sämtliche Gruppen, einschließlich der Gruppe der Politiker in den Parteien, ist notwendig, dass alle gleich wichtig sind, zum Beispiel als Wähler gleich wichtig sind, und dass auch jeder, der Vorurteile hat, weiß, der andere hat genau die gleichen Rechte wie ich und kann sich auch politisch gegen diskriminierende Handlungen wehren. Also das Erste wäre, dass im juristischen, im politischen Bereich Gleichberechtigung durchgesetzt ist. Zweitens, dass in diesem Bereich auch sowas wie gleicher Respekt durchgesetzt ist. Und das beginnt mit der Schule, das beginnt mit den Lehrplänen, das beginnt mit den Lehrbüchern, das beginnt mit der Frage, welche Fächer unterrichtet werden. Die Schule ist ja so eine sehr frühe Möglichkeit, wo Menschen lernen, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, was ist wertvoll, was ist nicht wertvoll. Das bedeutet, wenn in der Schule Latein wertvoll ist, oder Englisch oder Französisch, dann lernen das die Kinder. Sie müssen Latein nicht unbedingt lieben. Bei Englisch ist es schon ein bisschen anders, weil das kann man da auch benutzen, indem man nach England geht. Latein ist hier wichtig, wenn man Radio Vatikan hören will. Aber wenn diese Kinder zum Beispiel auch erfahren würden, dass Türkisch wichtig ist, dass man Türkisch lernen kann, dass man Türkisch Abitur machen kann, dann wäre in diesem Fall sowas wie Gleichberechtigung zwischen zwei Sprachen angezeigt und würde von den Kindern erfahren. Wenn sie in den einzelnen Fächern lernen würden, dass die Herkunftskulturen der Menschen, die jetzt hier leben und ihre Kinder und ihre Enkel, alle in einem hohen Maße interessant sind, dass in allen Herkunftskulturen große Werte geschaffen worden sind, dann wäre das eine institutionelle Hilfe. Also würde ich sagen, dass man
einen institutionellen Rahmen schaffen muss. Das Wichtigste ist, dass überall da, wo etwas geplant werden kann, in der Schule oder im Stadtteil oder im Freizeitbereich, Möglichkeiten der Kooperation geschaffen werden. Das heißt, Möglichkeiten geschaffen werden, wo Menschen aus unterschiedlichen Gruppen zusammenkommen, gleich respektiert werden und irgendetwas gemeinsam schaffen, was nur dann klappt, wenn sie zusammenarbeiten. Und entsprechende Dinge laufen ja schon in Kindergärten, die laufen in Schulen, die laufen in der Freizeit und die Ergebnisse sind erstaunlich. Also ich selber habe einige Zeit zusammen mit einer Kollegin, einem Kollegen ein internationales Jugendtheater mitgeleitet. Und was die Jugendlichen an Prozess durchgemacht haben während dieser Zeit, Jugendliche aus Familien, die zum großen Teil eingewandert waren, aber aus verschiedenen Ländern, zum kleineren Teil aus Deutschland stammten, ist ganz erstaunlich. Einfach deswegen, weil sie da die Möglichkeit hatten, gemeinsam kreativ zu sein, sich kennenzulernen und im Prozess des Zusammenarbeitens sich dann schätzen zu lernen. Also das ist, glaube ich, die Voraussetzung, die äußere Voraussetzung, dass sowas wie Vorurteilsabbau nicht im Moralischen stecken bleibt. Das heißt, die liebe Lehrerin erzählt, wie böse es ist, wenn man Vorurteile hat, sondern dass sozusagen das Gegenteil von Diskriminierung einfach gelebt wird. Dass man es nicht nur im Kopf hat, dass man besser keine Vorurteile gegen die anderen hat, sondern dass man etwas erfährt, was sowas wie gleichberechtigte Kooperation bedeutet. Und wir sollten jede Chance nützen, das überall möglich zu machen. Selbstverständlich habe ich mich auch mit dem Gesetzentwurf beschäftigt, nicht nur sozusagen aus politischem und wissenschaftlichem persönlichen Interesse, sondern auch, weil ich in Kassel und in Hessen mit dem Initiativausschuss Ausländische Mitbürger in Hessen gemeinsam diesen Entwurf studiert habe und wir haben auch eine gemeinsame Stellungnahme dazu verfasst. Das Positive sozusagen ist, dass zum ersten Mal in Deutschland ein Einwanderungsgesetz gemacht wird. Das heißt, nicht nur ein Ausländergesetz. Das heißt, dass schon im Namen signalisiert wird, dass Deutschland Regeln aufstellen wird, welche legalen Wege es gibt, nach Deutschland zu kommen und welche Form des Aufenthalts es gibt. Das ist sozusagen das Positive. Andererseits ist für den Initiativausschuss, wie für mich, wie für viele Gruppen in der Bundesrepublik, Gruppen vor allem auch innerhalb der Kirchen oder der Gewerkschaften, aber auch innerhalb vieler Parteien, dieses Gesetz oder dieser Gesetzentwurf eine große Enttäuschung. Eine große Enttäuschung aus verschiedenen Gründen. Ein Grund ist der, dass dieses Gesetz glaubt, zukünftige Einwanderung allein unter einem Nutzengesichtspunkt steuern zu können. Das ist einerseits unrealistisch. Die Welt ist so, dass nicht nur Spitzen-IT-Menschen nach Deutschland kommen werden, sondern dass auch sehr viele andere Menschen kommen werden. Und wenn man darüber nicht spricht, beziehungsweise wenn man versucht, diese Menschen nicht zu berücksichtigen in der Zukunft.